Bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Nerv mich. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Stell dich wenigstens mittig vor mir, bitte. Das ist immer nur auf meinem rechten Ohr. Na und? Olaf. Bitte klicke auf bereit. Einen Moment noch. Der Moment ist. Guck dir das an! Nee! Guck dir das an! Nee! Mach jetzt, genau. Ach, und Olaf CO2 meinte, wenn du dort dreimal die 6 schaffst, dann triggerst du irgendein Event. Lange im Licht bleibt, bla bla bla. Neue Runde, neues Glück. Mal gucken, heute opfern wir Olaf. Er muss auch mal sterben. Erster. Dann würde auch was falsch laufen, wenn ich hoste und trotzdem Erster wäre. Erster. So, bitte einmal Wetten abgeben. Wie lange braucht Olaf? Noch eine Minute ungefähr. Ist jetzt gerade 57. Dann habe ich mich schon 3 Minuten aufgenommen und. Ja. Ich frage mich, wer die ganzen Bücher hier gelesen hat. Also, ich war es definitiv nicht. Okay, eine halbe Minute hat er gebraucht. Ey, das wollte ich nehmen. Also ich habe Thermometer, Fotoapparat und meine Lampe. Raum unter 10... Bitte du die Gearbox. Raum unter 10 Grad, dreckiges Wasser, Foto vom Geist. Der Geist heißt James Jackson. Und... scheint sowohl als auf Gruppen als auch auf jemanden alleine zu antworten. Okay. Warte. Was ist jetzt alles dabei? Ich habe Thermometer und Fotoapparat. Nimm bitte die Geisterbox, Olaf. Das schwarze da oben. Das nennt sich nicht Geisterbox. Und rede mit dem Geist. Bist du hier? Dann dreh ich mich auf den Geist. Hallo. Bist du hier? Nein, geht mal nicht nach oben. Weltsensation. Ich habe ja okay eine Sprachbox. Hier ist das Reacher-Board. Bist du hier? Geist, zeige dich! Zeige dich! Bist du hier? Komm bitte nicht im Keller. Bist du hier? Hallo? Kannst du mich hören, Geist? Du musst die Talkbox auch anlassen, das ist dir bewusst.
Ja, ich habe ja Dauerbetrieb halt. Kannst du mich hören? Kai, kannst du mich gucken? Hören? Hörst du mich? Kai, kannst du den Knochen... Nee, ich hab nicht mal einen Raum unter 10 Grad. Kai, ich hab auch keinen EMF-Ausschlag. Bist du hier? Lass mal in den Keller gehen. Bist du hier, Geist? Die niedrigste Temperatur, die ich bisher hatte, war 13 Grad. Zeige dich. Bist du hier? Sonst, ich habe auch gerade kein Glück. Ich bin jetzt immer durchgegangen und bisher war noch nichts. Bist du hier, Geist? Ich war gerade im Keller. Geist, zeige dich! Bist du hier? Ja, Moment. Dago, Mann, Olaf, das knarrt überall. Achso. Bist du hier? Raum gefunden. Wie heißt der Geist nochmal? Jones Jackson oder irgendwas mit Jackson. James Jackson. Wo ist denn der Raum? Hier. Okay, aber kein EMF. Ich hab ihn gesehen. Ich auch. Scheiße. Dito! Zeige dich! Kannst du mich hören? Ich höre erstmal die Ausrüstung. Hörst du mich? Geist, hörst du mich? Jetzt müssen wir gucken, ob Buch oder Videokamera ein Orb zu sehen ist. Komm mit Videokamera. Ich hab das Buch platziert. Hey. Wir hatten kurz eine Szene. Wir haben einen Orb. Wir haben den Ort. Zeige dich! Schreibe ins Buch! Da ist das Zeichen! Schreibe in das Buch! Zeige dich! Bist du da? Sprich mit uns! Schreibe in das Buch, du Arsch! Der will nicht, der mag uns nicht. Sind am Fernseher... am Fernseher Fingerabdrücke? Oh. Ich hatte schon geschaut, aber ich erkenne keine. Dann Fernseher erstmal ausmachen. Dann mach mal Fernseher aus. Und wo? So.
Hier, Fern... Ne, schade. Ich mach trotzdem mal ein Foto, vorsichtshalber. Grün, er ist hier. Grün, er ist hier. Rot, er ist weg. Hä? Oder was ist rot und grün? Verstehst du? Das ist der Bewegungssensor. Wenn da jemand durchläuft, leuchtet er grün. Spalte die Fotos auf, wir brauchen sie, falls wir beide wieder sterben. Als ob Olaf von uns ein Foto macht. Ich suche jetzt erstmal den Knochen. Stimmt, der fehlt ja auch noch. Olaf, du könntest mal das Reacherboard unten aus der Waschküche holen und mit dem Geist quatschen. Unten in der Waschküche. Nee, nicht im Keller, in der Waschküche. Neben dem Wohnzimmer, wo der Geist ist. Da ist die Küche und daneben ist die Waschküche. Hab den Knochen. Wo war er? In einem Zimmer, wo noch keiner drin war. Und wie geht es jetzt? Mit Maustaste anschalten und dann mit dem Geist reden. Wo soll ich das hinlegen? In den Raum rein. Und alle von dem Sensor jetzt weg. Du läufst doch immer durch. Mit dem Geist reden. Ich hab's gesehen. Was denn? Da ist gerade eine Dose zu Olaf geflogen. Ich hab das voll gesehen. Also ich hatte... Wie ist dein Name? Wo ist die Dose? Hier drüben. Ja, aber jetzt? Ich versteh's nicht. Einfach irgendwas fragen, ne? Wie alt Tasse. Bist du? Kleine Fingerabdrücke. Er ist 85! Er schreit? Geil! Ich weiß, ich hab ihn gefragt, wie alt er ist. Wie ist dein Name? Mich am Hintern. Alter, ich hab den gesehen, wie er hinter dir hält. Wer denn? Der Geist. Hint bei wem? Wer hinter wem? Ich weiß wieder nicht. Wir brauchen noch Geist, Foto vom Geist und Waschbecken. Ich nehme das Waschbecken. Wir haben nur noch ein Fotoapparat. Was haben wir jetzt eigentlich alles gefunden, bis auf den Geisterorb? Finger? Nee, Fingerabdrücke haben wir keine. Geisterbuch auch nicht, Gefriertemperaturen auch nicht. Dann vielleicht, also Geisterbox auch nicht. Kannst du nur noch... Habt ihr EMF schon ausprobiert? Nimm's doch mal mit.
Schreibe ins Buch. Ich hasse diesen abgeranzten Geist. Komischerweise ist es wieder der gleiche. Alter, deine Beine stecken in mich und im ersten Schuss. Also ich hab ein Foto gemacht. Entschuldigung. Entschuldigung, wo böser Geist im Jenseits. Entschuldigung, dass ich lachen muss. Was? Er ist da durchgelaufen. Gehst du hoch und holst die Kamera von Alec? Ja. Oh Mann, und wieder muss ich sterben. Diese Fingerabdrücke sind immer noch nicht. Das ist der weiße Nebel, der. Da sieht man, wo der Geist ist, als Geist. Also wo er spawnt. Und ja. Also am Kamin. Geht da nicht mehr rein, ich hab nur noch 10%. Dann könnt ihr es nicht. Mach du doch ein bisschen noch. Warte nämlich, dass der Geist hier auftaucht auf mich. Ich warte, dass der Geist auftaucht, nämlich auf mich ist er Akku, was bedeutet, ich kann vielleicht noch ein Foto schießen. Vor allem fließt eigentlich weiter durch die Wand. Mal ein bisschen ärgern. Ach, da kommt Feigling. Ich mach F und ich mach ein Foto, wie er es bringt. Los. Andersherum. Ich warte, dann bis er hier vorbeigeht, weil ich das niedrigste habe. Aber ich kann ihm eben F nicht holen, weil ich voll bin. Dann leg endlich was raus, ich bin doch auch voll. Du hast aber eine kaputte Kamera, die keine Schritte mehr abgeben kann. Ich hab eine heile Kamera, die noch Fotos machen kann. Also. Ob. Leg einfach das Kruzifix weg. Guckt euch die Feiglinge an! Bist du hier? Olaf, das muss in den Raum rein, weißt du schon. Ich will aber nicht in den Raum. Ach man, ich wünsche mir als Geist mehr, mehr Interaktion. Und ich mach's am besten. Geh in den Raum rein und leg's ganz ein. Das ist deaktiviert, okay. Wer hat die höhere Zündung? Ja, deswegen sollst du ihn ja provozieren, dass du dann so schnell wie möglich rausgehen kannst. Dann ist es ja eh zu spät. Mach. Geh einfach rein. Dann verpisst er sich schon, es ist nichts.
Sie soll mein Buch gucken. Mann, und Lichterflacke. Was? Ja, ach, rein da! Du hast sogar einen Kruzifixer da, also rein da! Ich bin ja sogar hinter dir. Bist du hier? Das ist kein EMF. Wo ist der? Wo ist der Geist? Wo ist der Geist? Oder? Mann, ich sehe das Buch nicht. Rede mal bitte, ich weiß, dass ich nicht tot bin. Man sieht das scheiß Buch einfach nicht. Ein Foto. Ey, wollen die mich verarschen? Ich bin hinter dem Foto ja die ganze Zeit dabei. Guck doch mal ins Buch! Ja und? Trage ich raus, wenn es flackert. Weil du auch drin bleiben solltest. Sobald ich da reingehe, löst das wieder aus. Ich hab 0%. Ja, okay, dann mach mal. Ey, seid ihr so blöde? Okay, einer von uns muss den Geist und einer von uns muss den Waschbeck machen. Krieg ich mal kurz die UV-Lampe? Hab ich nicht. Die wollen mich doch verarschen! Schreib in das Buch. Der rennt den Olaf hinterher. Der ist hässlich, der Geist. Iiih, man sieht das Gehirn. Iiih. Bah.
gespielt und das dann nur als Interaktion gewertet? Leck mich. Lol. Also der war bei mir volle Kanone drauf. Weil wir einfach im Abrechnen die Summe gegen die Dumm. Weil irgendwie schreibt der Bild in die Skyfetten schreibt der immer so. Ich hab ihn ja drum gebeten, aber was hat er gemacht? Er hat sofort noch nicht gesehen. Der Verbindung hier ist nicht eindeutig. Na und? Zweitens, falls jemand stirbt, wir haben keine Fotos mehr. Drittens, würde ich sagen, es ist ein Gin, denn IMF spinnt gerne mal, das wissen wir alle. Und Geisterbox hat nicht jeder von uns ausprobiert, was bedeutet, die kann es auch noch sein. Aber ich habe die Geisterbox am Anfang überall ausprobiert. Ja, aber sie schlägt nicht nur bei einer Person auf, aus, Olaf, das ist auch so ein Bug. Manchmal kann nur Ike sie auslösen, zum Beispiel. Also, jeder kann mit sich was aussuchen. Ich bin für Jin aus einer guten Argumentation heraus. Und tschüss aus, ich bin weg. Hä? Was soll ich nehmen? Such dir was aus, ich hab Jin genommen. Und Ike sagt Bescheid, wenn du eingetragen hast und die Tasse geworfen hast. Er wird die Tasse, glaube ich, nicht lernen. Er ist damit sehr unzufrieden. Er hat sie schon mal aufgenommen. Ja, aber er will sie ja nicht werfen. Demonstratives Nichtstun. Doch, okay, los. Warte mal, Eingriff nochmal, wenn du alles eingetragen hast. Ja, hat er. Was habe ich jetzt genommen? Poltergeist. Der sah ja hässlich aus. Bah! Jin, scheiße! Ich hatte recht! Juhu! Ich hab euch das Foto, zum Schluss jetzt noch das Foto gezeigt, wegen Fingerabdrücke gucken, weil der hat dort zwei Sachen runterfallen lassen. Hab ich gemacht. Hab ich gemacht. Auf jeden Fall, ich habe von dem ekelhaften Vieh eine Nahaufnahme gemacht, wo der zu Olaf hoch ist. Aber ich hatte den mit noch bei der Kamera. Soll ich dir was sagen? Hat nicht gezählt. Du bist gestorben, obwohl ich nach dir reingegangen bin. Geh mal weiter weg. Gut, jetzt kannst du reden. Ich bin, obwohl ich als nach dir reingegangen bin, nach dir die Lichter ausgeschaltet habe, bist du trotzdem vor mir gestorben. Findest du das jetzt lustig? Schon ein bisschen. Olaf, das ist ja dasselbe. Ich stand an der Tür und der ist an mir vorbeigegangen, dir hinterher. Der hätte einfach zu mir gehen können. Auf jeden Fall, ich habe sein Gehirn gesehen. Da war nicht viel drin. Und das war ein Axtmörder. Ich habe den richtig fett in Nahaufnahme. So richtig eklig. Warte mal, habt ihr alle Gin eingetragen? Nee, ich hatte Poltergeist.